Wir drehen heute ein Video über Umweltverschmutzung und über Plastikmüll. Ja, der Plastikmüll wird an vielen Seen und Flüssen hinterlassen. Der Plastik gelangt dann ins Wasser und die Fische fressen das dann und sterben dann nicht. Und viele Leute schmeißen ihr Plastikmüll auf den Boden und so sieht's aus. Und dafür sind auch die Container da, damit man die hineinschmeißt. Komm, mach mit uns, hier ist ein guter Platz, um einfach den Dreck rumzuschmeißen. Komm her! Gesagt, wir sollen das machen. Der ist egal, wer dazu angestiftet hat. Das macht man eigentlich nicht. Ach komm, lass uns einfach weitermachen. Wisst ihr, lass uns einfach weitermachen. Nein. Hör auf jetzt. Hör auf bitte. Ja, okay. Warum macht ihr das? Hallo. Es macht Spaß. Okay. Ja, es macht einfach Spaß hier. Also es kommt verteilen. Warum denn nicht? Hallo! Es reicht nicht. Kannst du mal aufhören, so frech zu sein? Nein, komm. Okay, komm, lass uns einfach damit aufhören. Du hast recht. Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn wir damit lieber aufhören und den Dreck nicht rum verteilen und wenn man auch darauf achtet, dass man seinen Müll nicht einfach so auf die Straße schmeißt. Hier ist auch ein See und wie man sieht, gelangt das ganze Plastik in den See. Und liegt hier auch überall rum an den Seiten. Da könnt ihr euch ja einmal umdrehen. Da so. Überall. Das ist zum Beispiel ein Shampoo für die Haare ohne die Plastikverpackung. Das sieht aus wie eine normale Seife. Und hier kann man sich das Müsli dann in die Gläser reinfüllen. Wie gehen wir heute? Oh! Wir filmen euch mal eben. Okay? Okay. So. Das ist ein positives. Das ist ein positives Beispiel dafür, wie man mit dem Müll umgehen sollte. Genau so. So, jetzt sag das nochmal. So, ja. Ja. Da. Das war's nicht!